Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge haben wir mal ein bisschen die Grundlagen gelernt vom Kämpfen, also mit dem Schwertkämpfen und als nächstes dann noch mit dem Jagdbogen zu schießen. Hat eigentlich ganz gut geklappt fürs erste Mal. Dann haben wir hier unsere Stadtwachenrüstung bekommen. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber zumindest ein bisschen besserer Schutz als das ganze Bauerngetöll, was wir da gefunden haben. Wir haben einen Knüppel bekommen und jetzt müssen wir uns hier bei der Nachtigall melden. Der steht hier. Und mal schauen, was er zu sagen hat. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Du kommst zu früh. Wir treffen uns am Nachmittag unten bei der Kirche, klar? Alles klar. Gibt es jetzt sonst noch irgendwas, was wir aktivieren können? Ne, da gibt es jetzt nichts mehr. Gut, was wir machen könnten. Drehe mit Nachtigall zwischen 11 Uhr und 19 Uhr deine Runde. Wir könnten jetzt die Zeit ein bisschen vorspulen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Und ja, dann schauen wir mal, was bis dahin alles so passiert. Ja, zwischen 11 und 19 Uhr hieß es, da ist die 11. Wir haben jetzt aktuell 13.30 Uhr. Und ja, dann sind wir ja schon mal zu spät. Jetzt bereit. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Meine Familie. Mein Auskommen. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Der hat aber auch nur einen Knüppel, oder? Wie es aussieht, ja. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa. Unseren Herren. Cool, Stadtrundgang. Der wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Brot. Und dazu etwas frische Milch. Sehr interessant, so ein Rundgang. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Wenn nicht zur Kirche, dann scher dich zu deinen Leuten. Was willst du? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Oh, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das regeln. Inwiefern belästigt sie dich, Meister? Musst du hier betteln, Jana? Du beschimpfst dich als einen Christen. Die Bettlerin verjagen, du solltest sie bleiben lassen.
Was ist das Problem? Das ist mein Laden und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg und es gibt genug Leute, die sie anbetteln kann. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Oh Mann, wir werden der armen Jana beide etwas spenden. Gib Jana Almosen, Schmied, der Bettler einen Groschen geben. Wir sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon, oder was? Na schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Ja, hat doch gut geklappt. Hey! Wir haben zwar ein bisschen Geld verloren. So, wo ist denn jetzt der andere Vogel? Hey, pass auf! Hey, pass auf! War das jetzt schon die Probe, auf die er mich gestellt hat? Ich glaube nicht, oder? Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Das ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnosch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnosch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst im Meeren, dann im Himmel. Herr Harnosch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Naja, aber wo sollen sie denn hin, Mensch? Besser hier als irgendwo draußen im Wald hocken und womöglich noch von Banditen getötet zu werden. Die haben ja schon ihr ganzes Hab und Gut verloren. Also viel weiter runterrutschen kann man nicht mehr, finde ich jetzt. Na gut. Machen wir mal weiter. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Außerdem will er die Speichen denn schlecht machen. Was weiß ich? Ich mache ja keine Räder. Sieh doch mal ein bisschen. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Oje. Schau her. Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Mensch, lass doch die armen Leute in Ruhe. Was ist denn los? Haben wir es bequem? Almosen, bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn Herr Harnosch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin.
Naja, man muss den Bettlern halt schon ein paar Regeln auftun, das ist klar. Also die können ja hier nicht einfach irgendwo überall im... Lass uns näher an die Kernburg gehen. Überall in der Burg rumspazieren und die Leute belästigen. Also es ist ja schon... ist ja schon richtig. Es ist ja sogar noch teilweise jetzt in unserer Gesellschaft so, dass die Bettler einfach auf der Straße rumsitzen. Auch da, wo es nicht gestattet ist. Und auch gerade in der Stadt, wo ich wohne, ist es ziemlich krass. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Er. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Nee, das ist wahrlich nicht dasselbe. Als wenn man getötet wird oder halt einfach an Altersschwäche stirbt. Das ist ein Riesenunterschied. So, haben wir es geschafft? Keine Ahnung. Nö. Hier geht's doch gar nicht weiter. Ah, doch, hier geht's weiter, okay. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen reinzumachen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanus ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Das ist eine sehr schöne Burg auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Wirklich sehr gut gemacht. Wir haben echt alles hier, was man braucht. Ja, das ist schon... Der ist doch nicht gewünscht hier, oder? Hä, ich verstehe es jetzt nicht. Ich dachte, die dürfen alle nur bei der... Die Kirche, die ist, müsste ja da vorne sein. Na, keine Ahnung. Schweinsche. Da ist wieder so ein Bettler. Ah ne, hier sind wir ja schon wieder richtig, alles klar. Dann passt ja. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ach ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Jawohl. Alkoholiker. Da ist er schon. Ah, da sitzt er ja. Oh ja, chillt sein Leben. Warum auch nicht? Ist er doch, oder? Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich. Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Ja, also saufen wir ein. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Ja, komm mal. Warum nicht?
Keine Ahnung, wie das geht, aber... Ich hab keine Ahnung. Punkten und losfahren. Ah, man muss wahrscheinlich immer... Keine Ahnung. Komm, egal. Scheiß drauf. Weiter geht's. Es wird dunkel. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst... Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Okay, jetzt sind wir also alleine unterwegs, wie es aussieht. Alles klar. Läute die Glocke. Hier ist es schon. Ah, was zur Hölle machst du da? Sehr interessant, auf jeden Fall. Tun wir uns noch kurz die Fackel ausrüsten. Und dann... Oh, wie kann man jetzt die Fackel ausrüsten? Okay. Jetzt haben wir's. Sehr schön. Dass der Henker Gesellschaft hat? Ich vermute mal, liebe Leute, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt irgendwas passiert. Wahrscheinlich werden wir irgendwie überfallen oder keine Ahnung. Ich vermute mal, dass das jetzt diese Art Test ist. Also ich weiß es nicht genau. Also bis jetzt ist ja wirklich noch gar nichts passiert. Deswegen vermute ich halt einfach mal stark, dass hier halt... Gar keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, hier kann das ja nicht sein. Die Glocke läuten. Na, hier ist die Glocke. Mach die Händlerschenke beim Marktplatz dicht. Okay. Finde ich aber cool, dass es irgendwie so ein, jeden Tag so ein abendliches Ritual gibt, dass man die Glocke läuten muss. Dann wissen die Leute, oh, es wird zugemacht, wir müssen jetzt unsere Sachen zusammenpacken oder so ähnlich und dann halt dabei heißt, dass er es schwer hat, ein Weib zu finden. Versuchen zuzumachen halt. So, mal schauen, was jetzt passiert. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze ihren Speck.
Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein. Ja, du nicht. Es ist Herr Hanusch. Ach. Und? Ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein. Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Ja, geil, jetzt geht es wieder los. Meine Fresse, der hat's aber unnötig. Verflucht! Weiter, edler Herr! Sag es diesem Kaltschnäuzigen! Das wird nicht lehren, wie man zu seinem Herrn spricht! Verpasse ihm eine Lektion, die er nicht... Sag es diesem Kaltschnäuzigen! Haben wir's jetzt? Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund. Du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend, was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Carpon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Carpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Ja, aber ich lasse mir ja nicht alles gefallen, mein Gott. Er hat halt auch zu hören. Er meint ja, er kann ja von mir aus angesehen sein, wie er will. Und er hat auch einen höheren Status wie wir, aber muss sich genauso an die Regeln halten wie alle anderen auch. Ist jetzt hier keine Ausnahme. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir zum Herr... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Ich schau mal kurz. Gehen wir zum Herrn Carbon. Und ja, mal schauen, was er da uns zu berichten hat. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.